Die Deutsche Demokratische Republik ist ein Staat der Arbeiter und Bauern. Alle politische Macht geht von den Werktätigen in Stadt und Land aus. Initiator der gesellschaftlichen Entwicklung ist die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Fast alle Industriebetriebe befinden sich in der Hand des Volkes. Annähernd 95% des Bodens werden von Genossenschaften und volkseigenen Gütern bewirtschaftet. Damit fließen die Ergebnisse der Produktion direkt den arbeitenden Menschen zu. Das bedeutet ständige Steigerung der Produktion, der Arbeitsproduktivität und des materiellen und kulturellen Lebensniveaus. Das findet auch seinen Ausdruck im Aufbau der Städte und Dörfer unserer Republik und der Hauptstadt der DDR, Berlin. An die Bauten des Stadtzentrums schließen sich die Wohngebiete an. Das von der Volkskammer der DDR beschlossene, 1971 begonnene Wohnungsbauprogramm soll bis 1990 das Wohnungsproblem in der DDR als soziale Aufgabe lösen. Gleichzeitig mit dem Ausbau wichtiger Industriezweige erfolgte der Aufbau neuer Wohnstätten, wie hier in Rostock oder in dem im Zweiten Weltkrieg schwer zerstörten Dresden. Die Zielstellung der Siedlungspolitik der Deutschen Demokratischen Republik besteht darin, für die Bürger in allen Teilen unseres Landes immer bessere Bedingungen für die Befriedigung ihrer materiellen und geistigen Bedürfnisse zu schaffen. Das gilt sowohl für die Städte als auch für die Dörfer. Auf dem Lande wurde die aus der Vergangenheit überkommene starke Zersplitterung der Siedlungsstruktur allmählich überwunden. In einem der 15 Bezirke der Deutschen Demokratischen Republik, im Bezirk Halle, befindet sich das Zentrum der Chemieindustrie unseres Landes. In diesem Ballungsgebiet wird eine neue Stadt gebaut. Ihr Name ist Halle-Neustadt, Stadt der Chemiearbeiter. Gleichzeitig mit dem Bau der Erdölleitung Freundschaft aus der Sowjetunion begann in der DDR der Aufbau neuer Petrolchemieanlagen. Dies geschah zugleich mit der Zielsetzung, die Lebensbedingungen der Chemiearbeiter zu verbessern. Das war das Erbe aus kapitalistischer Zeit. Für wenige Luxus und für die Masse der arbeitenden Bevölkerung, die den Reichtum der Reichen schuf, dies. Die Mehrzahl der Arbeiter lebte in etwa 300 Orten im Umkreis der alten Werke. Die Folge: Anfahrtswege bis zu 2 Stunden, 12 Stunden tägliche Arbeitszeit, lange Heimwege. Die Arbeiter waren 14 bis 16 Stunden täglich unterwegs. Es stand ihnen kaum Zeit für die Familie, für die Erholung, für die Weiterbildung zur Verfügung. Bereits 1923 entlarvten die deutschen Kommunisten die arbeiterfeindliche Siedlungspolitik der Konzerne und ihrer Regierungen unter der Losung »Keine Erdrosselung der Stadt Halle«. Doch erst als nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus durch die Armeen der Sowjetunion und ihrer Alliierten das Volk die Macht in die eigenen Hände nahm, konnten die alten Forderungen der Arbeiterklasse erfüllt werden. Am 15. Juli 1964 wurde der Grundstein für die Stadt der Chemiearbeiter gelegt. Das erste Haus der neuen Stadt war eine Schule. Der Gründungsbeschluss der Regierung entstand in enger Zusammenarbeit zwischen den Werktätigen des Bezirkes Halle, den staatlichen Organen und den Partei- und Gewerkschaftsorganisationen der Betriebe. Es wird eine Stadt für 110.000 Einwohner entstehen. Der Beschluss legte fest, es sind komfortable Wohn- und Lebensbedingungen zu schaffen. Es sind lückenlose Verkehrssysteme,
als Voraussetzung für einen normalen Schichtrhythmus sowie die Festigung der Stammbelegschaften der Chemiebetriebe zu organisieren. Ein Bildungszentrum ist aufzubauen. Eine umfassende Versorgung durch Handel und Dienstleistungen sowie die Betreuung der Bürger durch das Sozial- und Gesundheitswesen sind zu sichern. Es ist ein ausreichendes Angebot an Schulplätzen, Kinderkrippen und Kindergärten zu sichern. Man muss sagen, im Mittelpunkt der Stadt. Zahlreiche Diskussionen fanden statt. Viele Anregungen und Hinweise der Bürger gingen in die Planungsunterlagen ein. Begrüßt wurde vor allem der empfohlene Standort nahe der Bezirksstadt Halle. Die Zwingburgen der Feudalherren, aber auch der Geist des Humanismus, wie die 1694 gegründete Universität, haben das Gesicht der Stadt geprägt. Alljährlich finden hier die Händelfestspiele statt. Die Infrastruktur von Halle wird den Bewohnern der Chemiearbeiterstadt zugutekommen. Auf der Grundlage des bereits 1950 von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik beschlossenen Aufbaugesetzes, in dem die Inanspruchnahme von bebauten und unbebauten Grundstücken für Baumaßnahmen im Interesse der Gesellschaft geregelt ist und jede Form der Bodenspekulation beseitigt wurde, war die Voraussetzung geschaffen, einen optimalen Standort zu ermitteln. Verschiedene Standorte wurden untersucht. Sechs kamen in die engere Wahl. Nach der Analyse der lufthygienischen Bedingungen, der günstigsten Möglichkeit der Einbindung in das übergeordnete Verkehrsnetz, der Untersuchungen des Baugrundes erwies sich ein Terrain westlich von Halle mit einem flachen Geländeprofil, auf dem nur geringfügige Abrissmaßnahmen durchgeführt werden mussten, als der günstigste Standort. Ein großes Kollektiv von Städtebauern, Architekten und Ingenieuren übernahm den gesellschaftlichen Auftrag, Halle Neustadt nach den Grundsätzen des sozialistischen Städtebaus zu planen und zu projektieren. Es wurde geleitet von Professor Paulig und Dr. Schlesier. Sie stützten sich auf die Erfahrungen bereits realisierter Vorhaben im eigenen Land und in der Sowjetunion. Die Entwürfe wurden mit den Baukombinaten diskutiert und der Regierung zur Bestätigung vorgelegt. Halle Neustadt wird nach industriellen Baumethoden errichtet. Mehr als 100 Betriebe und mehr als 4000 Bauleute sind am Bau der Stadt beteiligt. Fleiß und Fachkenntnis der Bauschaffenden ließen die Stadt schnell wachsen. Durch beispielhafte Leistungen zeichnete sich die Brigade der Taktstraße Nummer 7 und ihr Brigadier, der Held der Arbeit, Günter Kroll, besonders aus. Um den Materialbedarf der großen Baustelle zu decken, wurde ein Zementwerk rekonstruiert. Am Rande des künftigen Stadtgebietes wurde ein Betonwerk für die Produktion von Großplatten mit einer Kapazität von 2000 Wohnungseinheiten pro Jahr errichtet. Die Baustelle von Halle Neustadt wurde zu einem Symbol des modernen industriellen Wohnungsbaus. Mithilfe moderner Organisationsmethoden und der elektronischen Datenverarbeitung werden Netzpläne optimiert, Produktionsabläufe programmiert und Teilprozesse gesteuert. Eine Dispatcherzentrale kontrolliert und reguliert den Bauablauf. Der Aufbau der Stadt erfolgt in Etappen. Dabei werden die einzelnen Abschnitte als voll funktionsfähige Wohnkomplexe errichtet,
in denen sich das städtische Leben entwickeln kann. In den Wohnkomplexzentren befinden sich die Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs. Der Übergang von der Stadt zur Landschaft wird durch Schulen, Kindereinrichtungen und Sportplätze gebildet. Das städtebauliche Konzept geht davon aus, dass der Bewohner auf dem Weg in die Stadt durch den Wohnkomplex zum Stadtzentrum immer neue Erlebnisbereiche betritt. Das Stadtzentrum mit seinen zentralen Einrichtungen dient den Bewohnern aller Wohnkomplexe. ...1967 wurde Halle Neustadt das Stadtrecht verliehen. Die aus den Kommunalwahlen hervorgegangenen Stadtverordneten und der Rat der Stadt übernahmen nun die Leitung und Planung des weiteren Aufbaus der Stadt. Die Chemiearbeiter haben einen hohen Anteil an der Zusammensetzung der Leitungen staatlicher und gesellschaftlicher Organisationen. So sind zum Beispiel von 144 Stadtverordneten 59 in den Chemiekombinaten tätig. Diese Zusammensetzung garantiert die direkte Einflussnahme der Arbeiter auf den Aufbau und das Leben in ihrer Stadt. Seit Beginn der Tätigkeit der städtischen Volksvertretung steht eine Frau, Liane Lang, als Oberbürgermeister an der Spitze des Rates der Stadt. Die Leitungen der Chemiekombinate beweisen mit dem Abschluss jährlicher Kommunalverträge ihre Verantwortung für die ständige Erhöhung des Lebensniveaus in Halle Neustadt. Und in einer Veranstaltungsreihe Treffen mit der Oberbürgermeisterin werden die Beziehungen zwischen den Bürgern und den staatlichen Leitungen auch im Meinungsstreit vertieft. Entscheidend für diese Aktivitäten ist der Wille, eine Stadt für die Bewohner und mit ihnen zu bauen. Die Stadt ist für viele bereits Heimat geworden. Auch die kleinsten formen am Bild ihrer Stadt. Die ersten ABC-Schützen aus der Zeit der Grundsteinlegung von Halle Neustadt stehen schon kurz vor dem Abitur. Die Bürger haben ihre Stadt geschmückt. Das Gesicht einer Stadt wird dreimal geprägt. Von den Ideen der Städtebauer, durch die Arbeit der Bauleute, von den Bürgern, die ihre Stadt in Besitz nehmen. Halle Neustadt ist vielfach bewiesene Synthese zwischen der Arbeit der Architekten und den bildenden Künstlern, die gemeinsam mit den Bürgern am Gesicht unserer Städte arbeiten. Zu ihnen gehören so profilierte Künstler wie Willi Sitte und Professor Renau. Atelierbesuch bei dem Bildhauer Martin Wetzel. Der Beirat für Stadtgestaltung und bildende Kunst setzt sich mit Konzeptionen zur Gestaltung des Stadtbildes auseinander und bereitet so Entscheidungen der Volksvertretungen vor. Hier wird über den Entwurf einer Gruppenskulptur diskutiert, die künftig im Stadtzentrum ihren Platz finden soll. Die meisten Bewohner von Halle Neustadt arbeiten in den Chemiekombinaten Buna und Leuna. Zwischen der Stadt und den Betrieben wurde ein modern ausgebauter Stadtbahnbetrieb geschaffen. Die Fahrzeit zwischen Halle Neustadt und den Chemiebetrieben beträgt 10 bis 20 Minuten. Durch die Führung der Trasse innerhalb der Stadt in Tunnellage war es möglich, den Bahnhof direkt im Stadtzentrum anzuordnen. Zum Wechsel einer Normalschicht sind 6000 Werktätige zwischen der Stadt und den Chemiekombinaten innerhalb von 40 Minuten zu befördern. Buslinien ergänzen innerstädtisch den S-Bahn-Verkehr.
Für den Weg zur Arbeit spielt der Individualverkehr kaum eine Rolle. Doch ist es auch in Halle-Neustadt oft schwierig, einen freien Parkplatz für das eigene Auto zu finden. In den Wohnkomplexen vollzieht sich ein Großteil des Lebens der Bürger. In den Wohnkomplexzentren entwickelt sich das sozialistische Gemeinschaftsleben. Die Zentren sind von allen Wohnungen aus in 6 bis 8 Minuten zu Fuß zu erreichen. Sie tragen mit zum Komfort der Wohnumwelt bei und sollen durch ihre Anordnung und Funktion den Bürgern und vor allem den berufstätigen Frauen mehr Freizeit gewährleisten. Hier sind die Versorgungseinrichtungen zur Befriedigung des täglichen Bedarfs konzentriert. Darüber hinaus besitzen die einzelnen Zentren Einrichtungen der Kultur, des Gesundheitswesens, Gaststätten und andere Dienstleistungsangebote. Da in der Deutschen Demokratischen Republik der größte Teil der Frauen berufstätig ist, gehört es zu den Selbstverständlichkeiten beim Aufbau neuer Wohngebiete, Kindereinrichtungen in erforderlichem Umfang zu schaffen. Entsprechend der ausgeglichenen Sozialstruktur in unserer Republik gibt es auch in Halle-Neustadt keine bevorzugten Wohngebiete für Privilegierte. Der Generaldirektor wohnt neben dem Chemieanlagenfahrer. Alle Wohnungen verfügen über die gleichen technischen Grundausstattungen. Die Mieten sind niedrig und stabil. In der Deutschen Demokratischen Republik wendet man 4% des Familieneinkommens für die Miete auf. Kinderreiche Familien erhalten einen staatlichen Mietzuschuss. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt durch gewerkschaftlich gewählte Wohnungskommissionen der Betriebe. Dabei sind soziale Gesichtspunkte wie Anzahl der Kinder, Arbeit im Schichtsystem und andere Kriterien ausschlaggebend. Auch für die Einordnung der neuen Bürger in das Leben der Stadt fühlen sich die Großbetriebe verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem Rat der Stadt werden die neuen Mieter mit den Möglichkeiten der Stadt vertraut gemacht. Sie lernen ihre künftigen Nachbarn kennen. Der Grundstein für die Hausgemeinschaft wird gelegt. Die Hausgemeinschaftsleitungen tragen zur Gestaltung und Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in den Wohnhäusern bei und nehmen auf Sauberkeit und Ordnung in den Häusern und der Wohnumgebung Einfluss. In den Hausgemeinschaften entsteht durch gemeinsame Erlebnisse ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das dem gegenseitigen Verständnis und der Entwicklung guter Nachbarschaftsbeziehungen dient. In allen Orten unserer Republik werden von den Bürgern große Leistungen bei der Pflege von Grünanlagen auf freiwilliger Basis erbracht. Circa 80% aller Freiflächen in Halle-Neustadt werden von den Bewohnern selbst unterhalten. In der Stadt wurden bisher schon circa 100.000 Bäume und Sträucher angepflanzt. Halle-Neustadt ist bereits eine lebendige Stadt und gleichzeitig noch Bauplatz. Parallel mit dem Aufbau der Wohngebiete wird das Stadtzentrum von Halle-Neustadt errichtet. Die Konzeption sieht 3 Bereiche vor, die miteinander in engem Zusammenhang stehen. Der zentrale Versammlungsplatz mit dem Kulturzentrum und dem Rathaus bildet den Mittelpunkt des Stadtzentrums. Dem schließt sich der Handels- und Versorgungsbereich an. Das Stadtzentrum ist ganz dem Fußgänger vorbehalten. Die Verkehrsanlagen tangieren das Gebiet. Der Bildungsbereich ist der bereits fertiggestellte Teil des Stadtzentrums. In diesem bedeutenden Bereich des Stadtzentrums findet das sozialistische Bildungssystem seinen sichtbaren Ausdruck. Die erweiterte Oberschule, Berufsschulen und Stätten der Erwachsenenqualifizierung befinden sich hier. Neuartig ist das Polytechnische Kombinat. Hier wird das Unterrichtsfach Einführung in die sozialistische Produktion gelehrt. Die Schüler erhalten hier die Möglichkeit, an modernen Maschinen und Geräten praktische Kenntnisse für ihren künftigen Berufsweg zu erwerben. Dieser Teil der Ausbildung wird vom Chemischen Kombinat Buna geleitet und finanziert.
Im Bildungszentrum bestehen viele Möglichkeiten zur aktiven Erholung im Massen- und Leistungssport. Das Bildungszentrum ist ein zentraler Kommunikationsbereich, der den ganzen Tag über mit Leben erfüllt ist. Es bietet so alle Voraussetzungen für eine aktive, lebensfrohe Jugend, die in der sozialistischen Stadt heranwächst. Von Halle Neustadt ist ein übertragbares Beispiel für die systematische und komplexe Gestaltung moderner sozialistischer Wohn- und Lebensbedingungen, kurzfristige und gründliche Planungsvorbereitung und den etappenweisen Aufbau einer Stadt, bei der jeder Wohnkomplex voll funktionstüchtig ist und allen Bewohnern gleich gute Bedingungen für Wohnen und Versorgung, gesellschaftliche Betätigung und Erholung bietet. Die Konzentration von Mitteln des Wohn- und Gesellschaftsbaus auf ein umfangreiches städtebauliches Vorhaben zur Sicherung der Komplexität des Aufbaus und eines hohen ökonomischen und sozialen Nutzeffekts. Die Anwendung der Prinzipien des sozialistischen Städtebaus und moderner industrieller Baumethoden. Halle Neustadt ist eines von vielen Beispielen für die Arbeit der Bauschaffenden der Deutschen Demokratischen Republik zur Erfüllung des Wohnungsbauprogramms unseres Staates, zur Erfüllung unserer Sozialpolitik. Alles dient dem Wohl des Menschen.